Mahlzeit. Wir haben einen kleinen Eisexkurs in eine fremde Welt. Und zwar, weil es das erste Mal bei mir ein Eis von Magnum in Becherform gibt. Und zwar auch insofern besonders der ganze Spaß hier, weil das Eis vom TK-Tiefkühlmarkt ist und irgendwie aus Spanien eigentlich kommt oder sowas. Und es das so in der Form in Deutschland gar nicht gibt. Wobei es gibt schon Magnum-Eis im Becher. Gibt es aktuell auch, das ist auch neu, das kann man sehen auf der Webseite. Im Supermarkt habe ich es tatsächlich schon selten gesehen. Es ist jetzt aber neu am rauskommen. Ich habe aber mal im Internet die Nährwerte verglichen mit denen, die hier draufstehen. Und da sind die leicht anders bei der deutschen Sorte. Also vermutlich gibt es jetzt so eine Revision davon. Da sah das auch alles ein bisschen anders aus, dass das so wäre, so mit einer Schokohülle, so habe ich das gelesen. Inwiefern das jetzt hier zutrifft, weiß ich nicht, denn hier steht eigentlich nur Schokoladeneis mit Schokoladensoße, 30% Milchschokoladenstückchen und Schokoladenstücken. Verschiedene Schokoladenstücken. Hey, aber mein Gott. 23% Einlage könnte sehr schokoladig werden. Und ich denke, das ist auch die Herausforderung für dieses Eis, denn Magnum ist seit jeher sehr schokoladig. Also ist quasi eigentlich bekannt für Schokolade. Von daher muss man ja hoffen, dass dieses Eis auch schokoladig ist. Preislich kann ich euch da eigentlich auch nichts zu sagen. Ich habe gerade nicht geguckt, wie teuer das Deutsche ist. Dieser ganze Becher hier, der da kommt zu 330 Gramm, 450 Milliliter, hat von diesem Grabbel-Tiefkühlladen gerade mal 1,50 gekostet. Ich schätze mal, regulär wird das mindestens 3,50 kosten, wenn man das hier im deutschen Markt kauft. Ja, die Nährwerte habt ihr gerade kurz gesehen. Eigentlich recht hoch, was aufgrund der vielen Fette liegen sollte. Die Zutaten rekonstruiert in entrahmte Milch. Tolle Übersetzung, also quasi in entrahmte Milch. Zucker, Sahne, auch ganz gut. Glukosesirup, Fructosirup, schade, kein richtiger Zucker. Kakaobutter, Glukosesirup, dann verschiedene Sachen. Kokosöle, Weizenfasern, Aromen, Maltodextrin. Vermutlich wird auch Schokolade drin sein. Kakaomasse, ha. 450 Milliliter Magnum Schoko. Einhändig angeboxt habe ich es. Das soll jetzt hier nur mal ein kleines Video werden von diesem Eis. Das können wir jetzt uns hier oben angucken. Vermutlich ist es noch gar nicht genug angetaut. Sieht aber schon sexy aus, würde ich sagen. Man sieht hier quasi die Eiscreme, Schokostückchen oben drauf. Sieht soweit ganz nett aus. Nicht sonderlich spektakulär wie ein B und J oder so, aber auch nicht sonderlich schrecklich. Das Eis wird nicht ganz so dicht sein wie Ben Jerry's. Wir haben quasi hier 33 Gramm und haben 450 Milliliter. Also der Luftzuschlag ist schon deutlich höher. Das muss man direkt sagen. Aber das muss ja jetzt auch nicht unbedingt dann schlecht sein, sage ich jetzt mal. Antauen, ja, das müsste auf jeden Fall noch antauen. Da habe ich jetzt aber gerade keinen Bock drauf. Oder habe ich da doch Bock drauf? Ja, ich mache das einfach mal. Ich warte mal. Bis gleich. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, dass wir vielleicht doch mal gucken, wie das in Deutschland aussieht. Und zwar ist das der Magnum Becher 440 Milliliter, also eigentlich so viel wie bei dem, was ich habe ungefähr. Da steht 450 drauf. Made to be broken, Magnum Becher Classic. Drücken, knacken und genießen. Feine Vanilleeiscreme mit Milchschokoladenstückchen in einer knackigen Milchschokoladenhülle. Also doch deutlich anders. Und man sieht es auch hier oben. Es wird vermutlich so eine Hülle drumherum sein, die man dann aufbricht. Also anders als das Eis, was ich habe. Und man sieht es auch an den Nährwerten und am Fettgehalt, dass das Ganze hier vermutlich schokoladiger ist. Die Zutaten sind aber ähnlich. Das ist wie gesagt neu hier in Deutschland. Wollen wir mal sehen. Ich meine, da gäbe es nämlich auch noch andere Sorten von. Genau, nämlich auch noch als White, auch sehr sexy. Und gut, das sind die anderen Magnum. Ich habe hier gerade auch irgendwo, muss ich mal kurz hier zurückgehen, den Preis gesehen. 3 Euro. Aber was ist das denn? Ach, das gibt es auch als Raspberry oder was? 3,79 € Magnum Langnese Produkte. Da wir können ja einfach mal hier gucken. Langnese Business könnten wir eigentlich auch sehen. Lecker Eis Magnum im Becher. Scheinbar gibt es das auch schon länger. Also so neu ist es nicht. So sieht das Eis aus, was ich habe. Also ich schätze mal, das hat dann so ein Revival entdeckt, weil das ist übrigens auch das, was ich meine. Magnum ist ja eigentlich dadurch bekannt, dass es übrigens lädt gerade mein Rezept für Zimtschnecken hoch. Müsst ihr euch unbedingt angucken. Dank meiner 120 MB Leitung jetzt deutlich schneller. Müsst ihr euch, ach ja, übrigens, ich wollte auch irgendwann mal die Subway Macadamia weiße Schokoladekekse ausprobieren, wie man hier sieht. Orgasmic Chef. For foods that's better than, well, you know. Ah, das wollen wir mal dann rausfinden. Ja,
Ja, ich gehe mal zurück zum Eis. Wir können das ja einfach mal zusammen machen, hier durch meine kleine Bude gehen. Dauert das eh nicht so lange. Hier übrigens meine Pflanze und hier mein ultra cooles Lego-Zeugs. Es wird übrigens schon langsam dunkel. Übrigens ist das Schild auch sehr cool. Ach ja, hier übrigens. Gehen wir mal weiter hier. Da sind wir wieder. Beim Eis vermute ich jetzt angetaut genug, um es zu testen. Ja, es wird hier schon so ein bisschen blub, 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 blub. Oh, da kommt schon Soße entgegen. Wir wollen aber mal als erstes, ich werde mir jetzt mal angewöhnen, von der Seite vielleicht zu essen, hier mal so die Eiscreme. Ja, man sieht es aber schon, dass es luftiger ist als zum Beispiel B und J. Oh Mann. Boah, scheiße. Sehr schokoladig. Nicht jetzt mal oben nur die Schokostückchen, aber das Eis hier, ich muss sagen, das ist schon mal geil. Mal hier am Rand probieren. Irgendwie schaumig kurz von der Konsistenz. Also es ist halt so mehr Luft drin, aber doch sehr intensiv schokoladig, als ob man pures Kakaopulver auch isst. Also echt geil, muss ich sagen. Wollen wir so ein bisschen hier. Das ist mit der Kamera immer blöd. Machen wir mal so. Richtig. Mal hier einfach mal so. Na komm schon. Hör mal hier rein. Oh, holy shit. Da ist alles voll mit Schokolade drin. Richtig viel Schokosoße, die sich hier durch das Eis zieht. So richtig. Dick. Oh, ey, wie ich das hasse, Mann, ey. Warum mache ich die Scheiße überhaupt hier mit dem Scheiße, ey? Vor allem, warum ist das dunkel? Gestern hat die Sonne geschienen und heute regnet es nur so eine Scheiße. Und dann kann man kein vernünftiges Video aufnehmen, weil es so dunkel ist. Hier die Schokosoße. So richtig. Boah, so ein richtiger Klotz Soße, der so richtig dunkel schokoladig ist. Geil. Ich riech mal. Boah, ey. Boah, scheiße, ey. Die ist endgut. Boah, wow. Die Schokosoße ist der absolute Schoko-Overkill, wenn ich es mal so sagen darf. Die schmeckt richtig intensiv schokoladig. Also das muss ich schon sagen. Das ist richtig, richtig gut. Ich halte die Kamera einfach wieder fest. Stativ hat nicht nur Vorteile. Das Eis ist auch sehr schokoladig, cremig. Ich meine, vom Geschmack nicht ganz so vollmundig wie vielleicht ein richtiges Sahneeis, was aber auch, glaube ich, daran liegt, dass eben viel Kakao drin ist und der macht immer so ein bisschen die ganze Emulsion kaputt. Das ist Natur, das ist Physik, weil quasi Kakaobröckchen sich nicht komplett lösen können und dadurch stört es quasi diese ganze Emulsion. Es ist aber extremst schokoladig, dieses Eis. Und scheiße, Mann, das kriegt direkt jetzt schon eine Empfehlung von mir. Das ist echt gut. Und schade, dass unser Eis nicht so ist, unser Macken. Ich werde uns das irgendwann auch nochmal testen. Wenn ihr das immer irgendwo findet, müsst ihr das ausprobieren. Da ist nämlich echt. Oh, richtig gut. Gucken wir nochmal hier. Warte mal. Ja, man sieht, da ist alles voll mit Soße drin. Es ist also richtiges Schokofest hier. Ja, ich werde das jetzt hier einfach genießen. Ich habe gar keinen Bock, jetzt hier ewig langes Video zu machen. Ich kann euch nur sagen, wenn ihr diese Sorte, diese spanische Magnum irgendwo findet, oder vielleicht noch die alten Sorten von uns, ich weiß jetzt nicht, wann diese neuen deutschen Magnum rauskommen, weil ich meine das nämlich auch, dass es das schon älter ist. Aber jetzt wohl neu aufgelegt ist. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Dann holt es euch. Es ist Schokolade pur. Wenig Klimbim, also kein Kuchen oder sowas. Aber wer Schokoeis möchte, der wird hier, glaube ich, sehr glücklich werden. Das. Mir schmeckt's. Es ist richtig gut, muss ich sagen. Also holt es euch. Es ist geil. Bis dahin und ciao. Ich muss euch das nochmal zeigen. Guckt euch das an. Da ist einfach alles voll mit Schokolade. Und man sieht auch hier oben. Ich habe gerade beschmierte Finger. Richtige Schokostücke noch drin. Das ist wohl die Milchschokolade. Also, es ist der Schoko-Wahnsinn.